Hallo und herzlich willkommen zu meinem Fazit des Auftragmarathons zum T25 Pilot. So sieht er aus, er steht in meiner Garage und ich musste mir ein Token für 2,15 Euro kaufen. Fand ich aber erstmal nicht schlimm und soweit ganz okay. Ihr seht, hier ist noch nichts eingebaut, ich muss mir den nochmal genau angucken, ein bisschen Probe fahren und dann werde ich dazu sicherlich auch noch ein Video machen. Heute wollte ich aber allgemein noch ein bisschen über den Marathon sprechen und wie ich den empfunden habe. Ich habe mich da vorher nicht beeinflussen lassen, also ich habe nicht geguckt im Forum, was andere Spieler dazu schreiben oder was andere YouTuber dazu sagen, weil ich mir meine eigene Meinung bilden wollte. Und wir hatten am Freitag, also am ersten Freitag, so mitten in diesem Marathon sozusagen Livestream gemacht und ein bisschen darüber gesprochen und da meinte ich noch, ich finde es eigentlich ganz gut. Und tatsächlich, so im Nachhinein muss ich immer noch sagen, ich fand diese Art und Weise, wie der Marathon eben gelaufen ist oder wie der eben geplant war, immer noch ziemlich gut, also viel besser als die anderen Aufträge vorher, wo man zum Beispiel in jeder Nation 100.000 Erfahrungspunkte oder sowas sammeln musste, weil das eine Sache ist, die viele Leute, nicht nur ich, sondern andere höchstwahrscheinlich auch nicht schaffen können, weil erstens die Zeit nicht reicht oder weil die Anzahl der Panzer nicht reicht, ja, weil man zum Beispiel von einer Mission, von einer Nation überhaupt keine Panzer hat oder nur einen oder so und damit kann man das eben schlecht fahren und dann waren die Panzer mal relativ teuer, also sagen wir mal, die kostet vielleicht 50 Euro, machen wir 48, weil es einfacher zu rechnen ist und dann bedeutet das, bei 6 Nationen sind es 8 Euro pro Nation, dann weiß man schon, okay, ich muss hier, sagen wir mal, 2 Nationen mindestens, vielleicht sogar 3 die Tokens kaufen und es sind dann halt 16, 24 Euro oder so, die man dafür ausgeben muss. Also das war in der Hinsicht hier schon mal besser. Der Panzer war insgesamt ein bisschen günstiger und die Tokens waren eben auf alle Tage verteilt, sodass man eben wirklich nur 1, 2, 3 oder wie auch immer kaufen muss. Und damit ist es eben alles ein bisschen günstiger, ein bisschen benutzerfreundlicher. Auch die Tatsache, dass es da ganz verschiedene Aufträge gibt, empfand ich als positiv. Man musste also nicht einen bestimmten Panzer fahren oder eine bestimmte Nation fahren, sondern man konnte das meistens mit den Panzern machen, die einem am besten liegen und man konnte so ein bisschen überlegen, welchen Auftrag man mit welchem Panzer macht. Also da hat man dann halt gesehen, ah, heute muss ich Schaden machen, dann fahre ich das und heute brauche ich Abschüsse, dann fahre ich das und heute brauche ich nur Erfahrung. Ja, da ist halt der Panzer am besten oder so. Also man konnte sich das so ein bisschen aussuchen. Und die Aufgaben an sich fand ich jetzt auch relativ gut gewählt. Also da waren einerseits ganz einfache Aufgaben dabei, also zum Beispiel 5-mal besser sein, 10 Abschüsse oder so. Das schafft man ganz normal in seinem Spielgeschehen, da muss man nicht wirklich drauf hinarbeiten. Also ganz einfache Aufgaben. Dann waren Aufgaben dabei, die Fleiß erfordern, wo man einfach nur viel spielen muss. Zum Beispiel 20.000 XP sammeln oder 50.000 Schaden machen. Das sind Sachen, da gilt auch jedes Gefecht oder ja, also egal ob man gewinnt oder verliert, da muss man nicht viel mitmachen. Ja, also da spielt man einfach sein normales Spiel und man wird es schon irgendwie schaffen. 50.000 Schaden, das ist schon eine ganze Menge gewesen. Da musste man unter Umständen lange spielen und das ist dann auch für die Spieler, die schon große Panzer haben, die hohe Tiers haben, die ja so im Durchschnitt viel Schaden machen. Auf Tier 5 und 6 ist das auch alles machbar, dauert aber ein bisschen länger. Und dann waren aber auch die Aufgaben dabei, die wirklich schwierig waren. Und schwierig waren die deswegen, weil die mit weiteren Bedingungen verknüpft waren. Also mach einen Abschuss und gewinne. Oder gewinne und sei der Erste oder sagen wir mal der Drittbeste nach Erfahrung, der Fünftbeste nach Erfahrung, der Fünftbeste nach Schaden und so weiter. Das hatte sich ja dann so ein bisschen gestaffelt und wurde zum Ende hin ein bisschen schwieriger. Und das waren wirklich Aufgaben, die nicht jeder schaffen kann. Also schon, ja, aber möglicherweise braucht man da sehr viele Gefechte, weil das bedeutet eben, ein Sieg ist einfach auf der einen Seite, ne, das muss man nicht selber machen. Man kann auch das Team gewinnen, man kann Pech haben und sterben, man kann Low-Tier sein und nicht viel machen und trotzdem gewinnen. Aber wenn es eben heißt, man muss bester nach Erfahrung oder sogar bester nach Schaden sein, dann muss man da richtig arbeiten. Dann heißt es, man muss gewinnen und man muss selber derjenige sein, der das Team zum Sieg führt. Das heißt, das ist wirklich für gute Spieler oder man braucht ein bisschen Glück mit dem Matchmaker, dass die anderen Leute im Team eben nicht ganz so gut sind oder dass man zum Beispiel ein Unicorn dabei hat, der alles macht, sodass man automatisch der Zweitbeste ist. Ja, also da ist so ein bisschen Glück dabei gewesen und man muss natürlich dann auch wirklich gut fahren und ich kann mich an einen Auftrag erinnern, ich glaube es war der Donnerstag,
jetzt der letzte Donnerstag, ja, wie auch immer, ist auch egal. Das war richtig harte Arbeit. Ich glaube, das war vor den 50.000 Erfahrungen, ja, wo man zwei Abschlüsse, wie auch immer, ist egal. Aber da fand ich, das war wirklich fast schon körperlich anstrengend, ja. Und immer wieder passiert es dann, ah, ich bin nur Fünfter im Team, ja, wo man Vierter sein muss, Sechster, sagen wir mal, Sechster, wo man Fünfter sein muss, oder ich war Vierter, wo man Dritter sein muss und so weiter. So ganz knappe Dinger. Das sind dann auch so ein paar Frustmomente, wo man dann sagt, so, oh, ja, hätten die das nicht anders machen können. Aber im Großen und Ganzen fand ich die Aufträge eben ziemlich gut, und es muss ja so sein, dass es nicht jeder sofort kriegt. Ja, es soll ja nicht jeder den Panzer bekommen, und die wollen ja auch ein bisschen Geld damit verdienen, weil sonst wollten sie die Tokens nicht anbieten im Shop. Also das war schon so, aus meiner Sicht war das schon eigentlich ganz gut abgewogen. Und dann wäre da noch die Frage, ob diese Aufträge das Spiel kaputt machen, ob also das Team oder bestimmte Spieler komische Sachen machen, ob die blödsinnige Sachen machen, nur um diese Aufträge zu schaffen. Das hat man schon bei den persönlichen Aufträgen gemerkt, also zum Stück 4 und T28 Konzept und so weiter. Also gemerkt, weiß ich nicht, aber man hat es gesagt. Und auch hier haben es einige Leute gesagt, dass eben, ja, Marathon, alle fahren so wie verrückt und so weiter. Ich habe versucht, darauf zu achten, und bin der Meinung, dass die allermeisten Gefechte doch so gelaufen sind wie immer. Also wirklich, wirklich Unterschiede habe ich dann nicht gemerkt. Vielleicht bei einigen Spielern oder bei einigen Aufträgen ist mir das so vorgekommen, als wenn das Team aggressiver fährt. Ja, also Spieler, die sonst immer ein bisschen zurückhaltend sind, ich gehöre auch dazu, ne? Ich bleibe eher dann hinten stehen und analysiere erstmal die Situation und gucke, ja, was passiert hier eigentlich, wo werde ich gebraucht, wo kann ich was machen, und fahre nicht immer sofort aggressiv nach vorne und versuche hier peng, 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 und wenn alles gut ist, dann bin ich der King und vielleicht sterbe ich auch. Und das ist mir an manchen Tagen oder in manchen Gefechten aufgefallen, ja, dass das Team, die anderen Mitspieler eben irgendwie aggressiver fahren, dass man da wirklich dranbleiben muss, dass man Mühe hat, hinterherzufahren. Und entweder war das dann so, dass man eben auf der Gewinnerseite sind, dass die Leute dann wirklich gut waren, ja, und man hat das Gegnerteam überrollt, oder man war auf der Verliererseite und wurde halt vom Gegnerteam überrollt. Aber ganz ehrlich, so eine Situation, die kommen auch ohne Marathon vor. Also da weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich mit dem Marathon zu verbinden ist, oder ob das nicht einfach nur so eine Art subjektive Wahrnehmung ist, dass man sagt, ah, jetzt läuft der Marathon, jetzt kommen ganz viele so eine Gefechte. Und wenn kein Marathon ist, dann empfindet man es als normal und denkt da nicht mehr darüber nach. Ja, da passiert es genauso. Eine Sache ist mir aber noch aufgefallen, und das waren die Missionen, wo man entweder Abschüsse machen musste oder Schaden. Da haben einige Spieler, und ich selber letztendlich dann auch, ganz klar, schon drauf geachtet, zu sagen, okay, ich muss heute Schaden machen, der da ist Lowlife, den greife ich nicht an. Oder ein anderer, der ist eben noch Fulllife, ja, dann schieße ich jetzt erstmal da drauf. Und wenn man die Abschüsse machen muss, dann eben genau andersrum. Ja, dann sieht man einen auf Fulllife, nee, da schieße ich jetzt erstmal nicht drauf, sondern der da ist Lowlife, den nehme ich jetzt erstmal raus. Oder man schießt eben nicht drauf. Ja, man schießt den Gegner nicht runter, sondern man lässt da jemand anders nochmal schießen, um selbst den Kill zu bekommen. Ja, also da sind mir schon mehrere Situationen aufgefallen, ja, wo ein Teamkollege nicht geschossen hat, ja, wo ich in einem Panzer mit einer hohen Feuerrate, mit wenig Alpha-Damage und Churchill von 700 Hitpoints oder so, komplett runterschieße auf 80, und dann schießt der IKV neben mir, ja, und macht den Kill. Ich sage, ja. Und was kann man da machen? Und die Idee wäre, das ähnlich zu machen wie mit den persönlichen Reserven. Beim Stuck 4 musste man ja die noch der Reihenfolge nachmachen. Aber schon beim T28 Konzept kann man sich die Aufgabe selbst aussuchen. Und so könnte man doch auch so einen Marathon machen. Zu sagen, der läuft 15 Tage. Man muss 13 Aufgaben, also es werden 15 Aufgaben gestellt. 13 davon muss man machen. Und die werden immer genau dann aktiviert, wenn man das selber möchte. Und dann laufen die 24 Stunden. Und in den 24 Stunden muss man das schaffen. Wenn man es nicht schafft, dann ist die Aufgabe eben verfallen, sozusagen. Da kann man das nicht mehr machen. Das würde bedeuten, einerseits, man kann auch am Abend damit anfangen oder am Nachmittag.
Und dann bis zum nächsten Nachmittag das versuchen. Man muss also nicht so morgens um 8 diese Grenze setzen. Und es würde bedeuten, dass die Spieler unterschiedliche Aufträge haben, sodass die zum Beispiel zusammenpassen. Ja? Der eine muss dann Schaden machen, der kann einen runterschießen, der andere muss den Kill machen. Da ist jetzt die Frage, bietet das einen Vorteil von Leuten, die sich absprechen, die dann im Platoon fahren und sagen, du mach mal deinen Schaden, aber kill den nicht, sondern lass den für mich. Ist eine Sache, die sicherlich eine Rolle spielt in der Überlegung und wo man sich fragen muss, ja, ist dann ein Platoon zu stark, zum Beispiel bei sowas, ja, und macht man das dann Spielern zu einfach? Ich glaube, also in gewisser Weise ja, aber andererseits auch wiederum nicht. Also wer jetzt in dem Marathon so wie er war, also wenn zwei Spieler die gleiche Aufgabe haben, die können sich trotzdem absprechen und sagen, hey, in dem einen Gefecht, dann machst du halt den Schaden, ich dann den Kill und im nächsten Gefecht ist es andersrum. Also die Absprache findet sowieso statt, aber möglicherweise wäre eben, wenn es jetzt, wenn jeder Spieler seine eigene Aufgabe hat, also selbst gewählt, noch ein Ticken einfacher für Leute, die im Platoon unterwegs sind. Aber ich glaube, man könnte es trotzdem so machen. Und es würde eben den Leuten den Wind aus den Segeln nehmen, die sagen, ja, das ist ja der Wahnsinn. Ja, alle machen hier nur noch ihre Aufträge und machen total komische Sachen. Wenn jeder einen anderen Auftrag hat, dann kann man das halt nicht mehr sagen. Also so könnte man auch einen Marathon machen. Und ich glaube, mir würde das gefallen. So, na dann bin ich auf eure Meinung gespannt. Schreibt mir die in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Sicherlich nicht erst beim nächsten Marathon, sondern noch mal zwischendurch. Aber ich habe jetzt ein bisschen viel World of Tanks gemacht. Also ich weiß nicht, vielleicht mache ich mal eine kleine Pause, eine kleine Videopause, kümmere mich um andere Spiele, mit und ohne Panzer. Und ja, wie gesagt, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dann, fahrt vorsichtig.